Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Modeblicke. Mein Name ist Emily Mielke und ich studiere den Master Cook hier an der TU in Dortmund. In diesem Video geht es um Modemagazine. Do you still buy magazines? So lautet der Schriftzug auf einer aktuell für die Pre-Fall-Saison 2022 produzierte Tasche der Marke Balmain. Balmain-Designer Olivier Rustin kommentiert dieses Statement mit der Frage: Müssen wir vielleicht in ein oder zwei Jahrzehnten erklären, was ein Modemagazin ist, so wie man heute Kodak oder Tonbänder erklären muss? Noch, so scheint es, müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Wir begegnen Magazinen an Bahnhofkiosken, in Wartezimmern beim Arzt, in Cafés oder auf dem heimischen Wohnzimmertisch. Dennoch scheint ihre Zeit gezählt zu sein. In diesem Video gehen wir ihrer Relevanz und Geschichte nach, reflektieren ihre Rolle in unserem Alltag, zeigen, wie ihre Struktur in digitalen Medien hineinreicht und erläutern den methodischen Zugang, wie man sie als Untersuchungsobjekte in der Wissenschaft analysieren kann. Hier erstmal ein kurzer historischer Überblick über das Modemagazin. In der Zeit vor dem Aufkommen von Modemagazinen wurden neue Kleidungsmoden über persönliche Kontakte, Handelsbeziehungen, Zeichnungen und Gemälde verbreitet. Seit dem 14. Jahrhundert gab es an den französischen Königshäusern kleine Puppen, die sogenannten Pandoras, die an andere europäische Höfe verschickt wurden. Sie dienten dazu, die neuen französischen Schnitte und Stofftrends international bekannt zu machen. SchneiderInnen anderer Höfe Europas erhielten diese Puppen, kopierten die Schnitte der Kleidung und übertrugen sie auf menschliche Körpermaße. Damals galt vor allem die Aristokratie in Europa als Elite, die den Modeton angab. Im 18. Jahrhundert gewann die Presse an Bedeutung. In diesem Zuge entstanden auch erste Modejournale, die als Leitmedien der Kommunikation von neuen Trends fungierten. Sie waren nicht nur günstiger in der Herstellung als die Puppen, sondern sie wurden auch massenhafter verbreitet. Durch die Zeitschriften konnten schneller größere Bevölkerungsschichten Einblicke in neue Moden gewinnen. In Deutschland erschien im Jahr 1787 das erste Modemagazin, Journal der Moden. Es kam monatlich mit einer Reihe von Kupferstichen heraus. Der Name der Zeitschrift änderte sich im Laufe der Jahre mehrfach. Von 1787 bis 1812 hieß es das Journal des Luxus und der Moden. Insgesamt trugen im 19. und 20. Jahrhundert die Modemagazine maßgeblich zur Demokratisierung der Mode bei. Denn Mode war nicht nur mehr ein Privileg der adligen Schichten, auch BürgerInnen, unabhängig von ihrem Status und ihrer sozialen Schicht, konnten sich über Moden informieren. Sie begannen nicht nur die abgebildeten Schnitte zu kopieren, sondern auch eigene Moden zu kreieren und Modeunternehmen zu gründen. In Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die Verlegerin Enne Burda mit ihrer Zeitschrift Burda-Moden populär. In dieser Zeitschrift waren Schnittmuster von aktuellen Moden enthalten, die die LeserInnen nachschneidern konnten. Interessant ist, dass es bis heute in Deutschland keine präzise Definition des Begriffs Modemagazin gibt. Wenn man sich in Kiosken umschaut, stellt man fest, dass diejenigen Zeitschriften, die dem Thema Mode gewidmet sind, oft in der Rubrik Frauenzeitschriften einsortiert sind. Im Alltag werden auch die Begriffe Frauenzeitschrift und Modezeitschrift als Synonyme verwendet. Mode wird damit automatisch einem Geschlecht zugewiesen und mit Weiblichkeit assoziiert. Auch in der Forschung werden die Begriffe Frauen- und Modemagazin oft synonym verwendet. Als problematisch für die Präzisierung des Begriffs Modemagazins stellt sich auch die inhaltliche Aufmachung der meisten Magazine heraus, da sie selten monothematisch Kleidermoden gewidmet sind. So unterschiedlich die Modezeitschriften mit ihren verschiedenen Konzepten und Zielgruppen sind, in der Regel zeichnen sich fast alle durch folgende Merkmale aus. Sie beinhalten neben Kleidungsmoden einen thematischen Mix aus Kosmetik, Einrichtung und Dekoration, Ernährung, Lifestyle, Wellness, Pop und Stars, Kultur und etwas Kunst. Dieser Mix ist typisch für Modemagazine und findet sich zum Beispiel seit über 100 Jahren auch in der Vogue wieder, einem der wohl bekanntesten Modemagazine der Welt. Diese Mischungen aus Themen dienen nicht nur der Unterhaltung der LeserInnen, sondern oft auch der Generierung eines attraktiven Umfelds für Werbekunden, die ihre Anzeigen und Produkte im Heft platzieren. Die in einigen Modemedien inszenierten Themenmixe stehen also in Korrelation mit Zielgruppen, Werbekunden und den Interessen der Industrie. Im Rückblick auf die über 200-jährige Geschichte der Modemagazine lässt sich feststellen, dass es sich dabei um eine traditionelle Struktur handelt, die bis heute den Modediskurs mitprägt. Sie setzt sich abgewandelt in der digitalen Welt der Blogs und Profile von Mode-InfluencerInnen fort.
Um dem Phänomen näher auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit der Modetheoretikerin und Kulturwissenschaftlerin Dagmar Fenor unterhalten. Was zeichnet denn für dich die Struktur von Modemagazinen aus? Für mich, aus meiner Blickweise, die Intention einer Modezeitschrift heute: Kommerz und Konsum. Du hast in deiner Arbeit mit dem Titel Medien machen Mode den Begriff des Modehandels geprägt. Was genau ist darunter zu verstehen? Also ich habe den Begriff Modehandeln entwickelt für mich als Konzept, weil mir darin es leichter war abzubilden, dass das, was Mode ist, eigentlich erst in der Rezeption entsteht. Das heißt, was machen wir mit Modezeitschriften, ist eigentlich das, was letztlich Mode im Alltag, in unserem wirklichen Wahrnehmungserleben zeigt. Mhm. Und letztlich vielleicht nochmal, um das noch stärker zu machen, ist der Begriff des Modehandelns schon eine Idee der Ermächtigung des auf konsumierenden Seite. Also der Versuch, wirklich kritisch zu reflektieren, wie, auf welche Art und Weise uns hier Produkte verkauft werden sollen. Die Konsumentin, der Konsument werden in eine Situation gebracht, wo schon Bild und Text in eine konsumierende Haltung verleiten. Und da ist es aber eben noch verbunden mit ganz viel Assoziation, Freiraum, visionären Ideen und so weiter. Und über den Text in den Zeitschriften ist meistens eine direkte, konkrete Kauf- oder Angebots-Message drin. Wie entsteht Ihrer Meinung nach Mode in Verbindung mit Medien? Die Idee der ganzen Arbeit oder das Ergebnis vielleicht für mich nach einem langen Prozess des Suchen und Forschens war festzustellen, dass Mode als solches kein Medium ist, sondern dass das, was wir so auch allgemein als Mode verstehen, ja sowas wie Zeitgeist oder sowas, eigentlich erst in der Medialisierung und dann mit dem Fokus auf Kleidung entsteht. Erwähnenswert in der Geschichte der Modemagazine ist auch, dass Ende der 1980er Jahre sogenannte Nischenmodemagazine aufkamen. Die Modewissenschaftlerin Anling Yolen bezeichnet sie als Inkubatoren der Mode. Nischenmodemagazine sind Magazine, die nicht zum allgemeinen Mainstream zählen, also keine so große Reichweite haben wie die bekannten Klassiker Vogue oder Elle, aber laut Yolen als Pflichtlektüren der ModemacherInnen der Welt gelten. Sie dienen damit auch als Prestige- und Distinktionsobjekte, da sie in der Regel teurer und weniger weit verbreitet sind. Oftmals enthalten sie Beiträge über avantgardistische Club- und Kunstszenen, Newcomer der Modebranche, experimentell wirkende Fotografien, die weniger einzelne Kleidungsstücke in den Fokus stellen, sondern vielmehr bestimmte künstlerische Konzepte in den Vordergrund rücken. Wie ordnest du die sogenannten Nischenmodemagazine ein, die in ihrer Aufmachung auch zum Teil Kunstkatalogen ähneln? Würdest du ihnen auch die Funktion von Inkubatoren der Mode zuweisen? Die Zeitschriften, die du aufrufst, die sind aus meiner Sicht auch schon größtenteils, also wie ID oder Dazed and Confused, sind nie Nischenmagazine gewesen, sondern sie haben einen bestimmten Bereich abgedeckt, der vielmehr mit zeitgemäßen ästhetischen Formulierungen, würde ich es dann nennen, gearbeitet hat, die sich auch in der Zeit verändert haben und die viel näher an einem Kunstkontext dran waren als Zeitschriften wie zum Beispiel die Brigitte, die ja erstmal eine sogenannte Frauenzeitschrift ist und keine Modezeitschrift. Da ist es, glaube ich, wichtig, genau hinzugucken, mit welchen Strategien arbeitet die Zeitschrift. Und da gehe ich nochmal wieder zu den Anfang zurück. Ihre Intention, die Ware an den Menschen zu bringen. Wie arbeitet sie damit? Welche Strategien setzt sie ein? Und da ist dann manchmal eben eine größere Nähe zum Alltagshandeln zielführend oder eine größere Nähe zu einem aktuellen Kunstsystem oder eine Nähe zu einer bestimmten kulturellen Szene, aber es sind Zielgruppen, die angesprochen werden. Und es sind weltweit immer mehr Menschen geworden. Das nennt man ja auch gerne Demokratisierung der Mode, wobei das in Frage zu stellen wäre. Nur der Effekt ist, dass sich der Bereich der angebotenen Medien extrem stark ausdifferenziert hat und man eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne von Nischen als solchen sprechen kann, es sei denn, es wären dann alles Nischen. Kommen wir nun zum thematischen Zugang der Analyse von Modemagazinen. Inwiefern eignet sich
für dich das Modemagazin als Forschungsgegenstand? Oh je, also, ja, es ist hervorragend geeignet. Diese Haltung, wie vermittle ich was und warum, die lässt sich da drin hervorragend sezieren, würde ich sagen. In unserem Institut haben wir ein Zeitschriftenarchiv, das für unsere unterschiedlichen Forschungen genutzt wird. Wenn wir uns dem Modemagazin als Forschungsgegenstand zuwenden, lassen sich zwei dominierende Strukturen als zentrale Merkmale feststellen: Bild und Text. In welchem Zusammenhang stehen diese beiden? Der Zusammenhang, den ich dann so aufgezeichnet habe und visualisiert habe, auch um mein eigenes Vorstellungsbild davon abzubilden, ist die Form einer Ellipse mit zwei Mittelpunkten. Und das ist ein mathematisches, geometrisches Bild, das zum Ausdruck bringt, dass wir nicht von einem Zentrum der Bedeutungsgenerierung ausgehen, sondern von einem Wechselspiel. Also eine Ellipse wird dadurch gebildet, dass wenn von dem einen Punkt ein Strahl in die Ellipse gegeben wird, dass er immer in dem zweiten Mittelpunkt landet. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Bild und Text, zwischen diesen beiden Strukturen, ist ein Prozess, der ständig in Bewegung ist. Und wir als Rezipierende, wir stellen diese Verbindung her und wir bewegen uns dazwischen. Wenn ich mir es konkret vorstelle, ich schaue mir eine Modestrecke in einer Zeitschrift an, das ist jetzt das Ausgangsmaterial, dann schaue ich mir die Bildebene an und wandere aber mit dem Blick sofort in die Headline oder in das Thema und bin dann wieder gelenkt in die Abbildung zurück. Und da sieht man schon auch bei meinem Zögern, dass auch die Abbildung ja mehrere Ebenen hat. Also ich habe eine Ebene, die eine Narration ist, dann ist es eine Ebene, die viel stärker das Objekt in den Mittelpunkt stellt, dann habe ich vielleicht eine Stimmung und so weiter. Also es gibt eben auf der Bildebene und auch auf der Textebene noch viele Schichten, die dann wieder miteinander in Schwingung geraten, würde ich sagen. Und das ist das Spannende daran, weil dadurch ist das, was wir mit dem machen, was uns angeboten wird, relativ frei. Wir können also mit der Haltung, mit der wir da rangehen, das rausnehmen, was wir für relevant halten. In der Modestrecke selbst, so wie wir sie kennen, wird diese Lesart immer wieder festgezurrt, und das ist ja keine neue Erkenntnis, das ist ja das, was Roland Barth auch schon gesagt hat, durch die Kaufaufforderung. Das heißt, wo bekomme ich dieses Produkt, wer hat es hergestellt, welche Namen werden da aufgerufen und vor allen Dingen auch welches Preissegment. Ne? Also das findet sich eben immer wieder, und damit wird die ganze Erzählung, die stattfindet, letztlich immer wieder zur Kaufaufforderung zurückgeführt. Und diese beiden Strukturen bedingen sich und können nicht ohne einander, also brauchen sich gegenseitig. Genau, sie brauchen sich gegenseitig und sie bilden sozusagen auch jeweils für das andere auch den Zusammenhang, der dann durch den Kontext ergänzt wird und funktioniert trotzdem genauso also so gut. Unterbewusst quasi. Genau, es läuft eh mit. Das heißt, auch da genau hinzuschauen, was ist die Zielgruppe und wie klar ist der Aufforderungscharakter. Mhm. Und der funktioniert meistens eben über das diskursive System des Textes, der Sprache, und nicht über das visionäre und offenere und sinnlichere Medium des Bildes. Häufig hört man, dass Mode als Medium bezeichnet wird. Eine deiner Thesen lautet, dass Mode eben kein Medium ist, sondern erst durch die Medialisierung, also zum Beispiel durch den Prozess der Rezeption, der Modefotografie in Zeitschriften zu Mode wird. Kannst du das erklären? Für mich bedeutet das, wenn Mode immer im Kontext ihrer Medialisierung gesehen wird, dass sie immer in Bewegung bleibt. Das heißt, die Bedeutungszuschreibung ist immer fluide. Und jede kann anders interpretieren, andere Dinge machen. Und damit erscheint für mich Kultur lebbar zu sein und erfahrbar zu sein und nicht als Setzkasten kategorisierbar.